Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Stardew Valley. Diesmal wirklich mit der letzten Session in diesem Let's Play. Ja, ich habe mich entschieden, doch nochmal eine Session dran zu hängen, weil ich irgendwie den Abschluss beim letzten Mal blöd fand. Also irgendwie, wir haben so viel gemeinsam hier erlebt und dann einfach so, zack, ist vorbei, it's over. Das war nicht so ganz meine Welt. Insofern, ja, möchte ich halt ganz gern so als großen Abschluss, sage ich mal, schon noch mit euch die Legende hier einmal fangen. Eventuell hier, wo ist denn das? Ach, da unten. Hier, auch das hier nochmal vervollständigen, wobei das ganz oberste Priorität hat. Ja, und wir werden natürlich hier unten unseren kleinen Siegfried noch ein wenig aufwachsen sehen. Zumindest vielleicht ein, zwei Phasen. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Da habe ich mich damals nicht informiert. Und wenn doch, habe ich es vergessen. Was müssen wir konkret jetzt noch machen? Ja, wir müssen irgendwie sehen, dass wir den Winter jetzt noch umkriegen. Und im Frühling an einem Regentag dann am Bergsee die Legende zu angeln. Okay, ich würde sagen, wir hauen einfach mal rein. Das Weitere erzählen wir dann so während der ganzen Session. So, guten Tag, liebe Frau. Have you spent any time with Siegfried today? Was? Moment mal eben. Warum ist das auf Englisch? Spielen wir auf Englisch? Ich hab nichts umgestellt. Okay, ich muss nochmal gerade eben zum Title exiten. Wo ist denn hier? Nee. Deutsch. Ja, sorry, also wir haben jetzt noch nichts gemacht, insofern ist nicht so ganz so dramatisch, aber warum hat er sich auf Englisch umgestellt? Gab es irgendwie ein Update oder sowas? Wenn, habe ich es nicht mitbekommen, also würde aber auch erklären, warum das alles auf einmal so groß da stand, zumindest als ich mich vorhin eingeloggt habe. So, Wetter wird erstmal richtig gut. Was sagt der Wahrsager? Ist neutral gesinnt. Alles klar. So, hast du heute Zeit mit Siegfried verbracht? Alter, wir haben 6.10 Uhr. Lass das Kind doch erstmal schlafen. Ah, Küsschen. Ja, wir gucken gleich mal nach Siegfried. Ich schaue mich aber erst nochmal eben kurz hier unten um. Beziehungsweise ich schmeiße hier erstmal das Ding in die Tonne, wie immer. Und dann holen wir mal das Bier raus. Ah, frisch gezapftes, helles Bier. Hallo, ich will das nehmen. So, und ein bisschen Sternfruchtgelee. Da schmeißen wir natürlich jetzt rein. Kennt das Spielchen. Zack, zack. Was ist das denn drin? Hier. Ja, 32 Bier ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist das hier Sternfruchtgelee? Ja. Aber das verkaufe ich trotzdem. Dann schmeißen wir mal hier rein. Ach, wisst ihr was? Wir machen mal eine Runde Kürbisse, würde ich sagen. Sind wir denn jetzt auf der 13 schon allzu viel? Zack, 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 zack. Gut. Erwartet bitte heute nicht mehr allzu viel Spannendes. Es kann auch sein, dass ich heute nicht die geplanten 3 Stunden, oder besser gesagt die gewohnten 3 Stunden absolvieren werde, weil der Abschluss wird sein. Käffchen! Der Abschluss wird sein, dass wir die Legende angeln. Das habe ich mir als Abschluss vorgenommen. Das ist, denke ich mal, ein ganz guter Abschluss. So, meine Lieben. So, einmal drücken muss ich mal wieder. Habe ich beim letzten Mal ja bewusst ein wenig ignoriert. Weil ich eigentlich schon dachte, ja, letztes Mal wird die letzte sein, die letzte Session. Und müssen wir jetzt nicht mehr den allzu großen Wert schenken. So, eine schöne Winterwurzel. Auch hier natürlich einmal ein Klaps auf den Po für jedes Tierchen. Die stehen da drauf. Und zweimal Milch. Was muss da drin doch stinken wie sonst was? So, hier haben wir ein wenig Kaffee. Es ist nicht allzu viel fertig. Eine uralte Frucht und ein paar Erdbeeren.
war. Aber nichts von den neu anzubauenden Pflanzen. Ah, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, auch hier einmal hallo Mob. Hallo Mob. Der ist heute sehr anhänglich, sehr schmusebedürftig, der Mob. Normal steht er eigentlich immer nur irgendwo rum, aber heute ist er mal ein wenig gesondert veranlagt. Kann ich vielleicht hier schon mal sagen, dass ich die Sachen, die ich nicht brauche, wegschmeiße? Ja, ja, zack, zack, zack. Winterwurzel, hier die gute Wolle, die brauche ich nicht. Ganz ehrlich, die gute Milch eigentlich auch nicht. Jo. Den Rest können wir verarbeiten. Hallo, meine Schleimfreunde! Wir haben einen kackgrauen Schleim. Das ist ein Schiss. Wir haben einen dünnen Schiss. Wir haben einen dünnen Schiss. Aber interessant, was sie alle für Farben annehmen können. Ich frage mich, was der wofür Damage machen würde. Würden die uns angreifen können, aber ich glaube, in der Flut der Angriffe würden wir das gar nicht herauskristallisieren können. So. Ja, wir haben aufgesammelt. Wahnsinn. Klasse. Eier schmeiße ich rein. Und Milch schmeiße ich rein. Und den Rest verkaufen wir dann nämlich jetzt. Zumindest das meiste davon. So wie das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Boah, ich habe die ganze Zeit immer, wenn ich das sage, ein ganz bestimmtes Spiel im Kopf, wo ich sagen muss, das ist das schlechteste Spiel gewesen, was ich jemals gespielt habe. Ich werde jetzt aber den Titel nicht verraten. Aus Rücksicht vor den Entwicklern natürlich. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht denken kann, dass man auf diese Entwickler, also auf die Entwickler dieses Spiels groß Rücksicht nehmen müsste, weil die wissen, denke ich, was sie verbrochen haben. Ich schau mal eben, ob wir, apropos, haben wir eigentlich jetzt beim Pierre volle Herzen? Ich muss mal eben schauen. Ja, haben wir. Alles klar. Super. In Ordnung. Haben wir es denn? Ja, okay, da stand immer ledig. Gerade wissen, ob das dann noch beisteht, weil wir ja jetzt geheiratet haben. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt, ich sag mal, irgendjemanden einen Strauß schenken würden? Würde die Person dann antworten mit, was? Warum schenkst du mir einen Strauß? Du bist verheiratet. Oder wie würden diese reagieren? Ich würde es an sich gerne herausfinden. Ich will aber nicht, dass Heli auf uns sauer ist. Die hat das nicht verdient. Was wollte ich jetzt machen? Will ich überhaupt noch was machen? Also, einen Auftrag haben wir leider nicht da, sonst hätte ich gesagt, wir schließen davon nochmal eben einen ab. Weil auch da müssen wir ja vorankommen. Dann würde ich sagen, ganz ehrlich, dann verbringe ich den Tag im Bett. Ich muss aber natürlich noch einmal nach unserem kleinen Bub hier gucken. Hallo Siegfried! Siegfried schläft. Ja, der schläft nur. Der macht nichts anderes als schlafen. So, Küsschen. So, ab in die Kiste. Ist jetzt nicht ganz so spannend. Ich mache die Tage wieder ein bisschen kürzer, weil im Winter können wir halt nicht allzu viel jetzt bewältigen. Wir können vielleicht noch mal einen Tag in die Schädelhöhle gehen, aber ich will es jetzt auch nicht die ganze Zeit immer nur machen. Iridiumerz. Wetterbericht, gucken wir mal hier. Morgen wird es schneien und Wahrsager sagt heute gut drauf. Ja. Keine Angst, ich füttere Siegfried heute. Du kannst dich auf den Hof konzentrieren. Ja! Mussten wir den auch schon mal füttern? Wenn ja, hat das Kind an dem Tag nichts zu essen bekommen. Aber ich glaube, wir können ihn nicht füttern. Das kann leider nur die Frau aus biologischen Gründen machen. Wenn wir das machen müssten, dann wäre das
sagen wir mal, ein wenig umständlicher. Und wir müssen die Frau dazu nehmen. Bergsee, weil das halt wohlgesonnen. Ich will gerne Glück mit dir teilen. Ja, hat er mal so ein altes Sashimi im Teich gefunden. Ich weiß ja nicht, ob das unbedingt... Ciao. Ich weiß ja nicht unbedingt, ob das wirklich so gut ist, dass wir das haben. So, dann gucken wir nochmal eben hier. Ich nehme die täglichen Sachen nochmal mit. Nicht, also ich... Eigentlich streicheln müssen wir die nicht jeden Tag. Ich glaube, ich würde dann jetzt auch nicht zu den Schleimis immer gehen. Ich nehme mir die Sachen raus und gut ist. Hier noch einmal im Gewächshaus gucken. Da sind ein paar Blaubeeren fertig. Ja, gibt ein bisschen Geld. Ist jetzt nicht so, als wenn wir das dringend nötig hätten, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Zwei Ei, drei Ei, vier Ei. Ein Milch, zwei Milch, drei Milch. Die Mehrzahl von Milch ist auch Milch. Und was heißt Marvin rückwärts? Fragezeichen? Okay. Ist ein Insider. Sage ich schon mal so nebenbei. Die Antwort müsst ihr nicht kennen. Es gibt, glaube ich, nur eine Person auf der Welt, die diese Antwort kennt. Schmeißen wir das hier rein und das nochmal hier rein. Ja, und dann würde ich sagen, ja, wir gehen nochmal eine Runde in die Höhle. Nehmen wir das hier mit und flüssigen Aal haben wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Krabbenkuchen habe ich noch. Plus 1 Geschwindigkeit, plus 1 Verteidigung. Und dann nehme ich das mit. Kann ich ein wenig den Speed erhöhen. Auf geht's, Gustav. Die Pampe ist noch gar nicht da, natürlich nicht. Wir sind viel zu früh, wir sind viel zu früh. Dann kann ich noch mal eben kurz rüber reiten und schauen, ob eine Quest heute da ist. Normalerweise müsste heute dann eigentlich eine da sein. Ja. So, fliegt weg, ihr Vögelchen. Hat irgendjemand Seegurke bei sich zu Hause? Ja, natürlich. Da wir ja sowieso in die Wüste müssen, können wir natürlich auch eine Seegurke für die Sandy mitnehmen. Ich frage mich, warum die einen Aushilfe gesucht extra nach Pelikan schickt und nicht bei sich irgendwas sucht. Gut, bei sich. Also niemanden. Aber die können doch hier den Mr. Kima fragen. Der hängt den ganzen Tag nur in seinem Spielcasino rum. Der hat bestimmt eine Seegurke. Wo ist eine Seegurke? Hier. Seegurke. Minus 45 Energie? Was? Hä? Unsere Frau ist weg. Sie ist vor uns durch die Tür gegangen. Hä? Warum ist sie so schnell? Die Begegnung. Dödam, dödam, dödam. Habt ihr was gemerkt? Sie sind aneinander vorbeigelaufen und haben sich nicht gegrüßt. Dödem. Alles klar. Ich wollte nur ein bisschen Zeit totschlagen. Auf geht's, Pam. Durch diese Reise sind wir unter 106 und unter 1,37 Millionen gefallen. Das ist natürlich schon ein herber Verlust. So, nehmen wir eben die Seegurke ab. Ich könnte rein theoretisch hier auch noch mal ein bisschen Holz sammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich es brauchen werde. Ein bisschen am Schlieren ist er gerade. Tut mir leid. Ich hatte letztens schon ein bisschen... Ja, du hast mein Gesuch gesehen. Mann, wie soll denn Geld? Geil. Wow. 225. Der war letzte Tage schon so ein bisschen am Schlieren. Wir haben nämlich vorgestern eine kleine Horroraufnahme-Session gehabt. Und, ja,
da war leider auch so das hier und war zumindest nicht alles optimal. So, wir schmeißen uns eben den Krabbenkuchen rein. Und dann geht's. Ab rein da. Natürlich. Ah, verdammt, ich dachte, wir kriegen es auch hin, ohne getroffen zu werden. So. Das nehmen wir mit. Das toll. So ein bisschen Gold haben wir hier. Ist die Frage, soll ich die Sachen eigentlich mitnehmen? Ich glaube, ich lasse die einfach mal. Weil wir brauchen nun wirklich keine Erze. Ich kann eigentlich besser darauf ausgehen, was die Monster eventuell looten. So, die Sachen, die hier rumliegen, die können wir vielleicht nochmal aufnehmen. So, noch eine Treppe nach unten. Den nehmen wir mit. So, ist leider immer nur Harz und Schleim, was die ausspucken. So, was haben wir hier? Wie viele Schleime da? Kohle. Ich weiß immer noch nicht, ob man diese Viecher überhaupt kaputt machen kann. Oder ob die einfach unsterblich sind. So, jetzt müssen wir wieder diese Leiter suchen. Ene, wene, Flitzekacke. Ich haue dich mit meiner Spitzhacke. So. Ah, noch geil. 6 Ebenen runtergefallen. Jo. Das ist ja Wahnsinn. The next one. Warum müssen wir genau hier landen? Hat sich schon vorgefertigt das Loch? Nein, leider nicht. Da müssen wir eben danach suchen. Boah. Alter, oh, boah, mach nicht Damage. Die sind halt sehr langsam. Nimm zur Sicherheit nochmal gerade eben ein Tonikum. Ich bin immer sowas hypernervös, wisst ihr ja. Naja, werden wir einmal ein, zweimal blöd getroffen und sind weg vom Fenster. So. Schon wieder Schleime, überall Schleime. Mehr Schleime. Und was machst du so den ganzen Tag? Ich hab Schleime gejagt. Verschwinde. Das ist genauso, wenn man im richtigen Leben nach Schnaken oder sowas schlägt. Dann reagiert man auch mal so. Gibt übrigens auch dasselbe Geräusch, wenn man die trifft. Da müssen wir schon wieder die Leiter suchen. Na, hallo? Geil. Nur eine Omni-Jule. So, nur eine Omni-Jule. Nur eine Omni-Jule. Und was hast du heute so gefunden? Eine Omni-Jule. So, Alter. Diese Kackdrachen. Ciao. Nein, ich will nicht mehr Drachen. So, haben wir denn... Wir haben hier noch eine Bombe. Kann ich da mal hier hinlegen. So, ja, gucke mal, was wir hier haben. Eine schöne Leiter. Eine schöne Leiter. Ist denn hier hinten noch irgendwas? Wichtiges, was man einer Begutachtung bedarf. Eine Fass.
2. Und die sind beide leer. Welch ein Wunder. Gehen wir runter. Warum ist das hier so hell? Warum haben wir keine Musik? Und warum zum Teufel ist die Banane krumm? Ernsthaft? Also, hätte jetzt nur gefehlt, dass da jetzt auch nochmal eine Leiter gewesen wäre. Eigentlich, ich bin immer zu glücklich, wenn wir Leitern finden, aber ich möchte trotzdem weg. Mal eben zu Ende erkunden. Okay, hier unten ist nichts mehr. Danke für nichts. Dieses Gebiet ist verseucht. Diese ganze Höhle ist verseucht. Kann ich die hier wieder ein bisschen zusammentriggern? Ja, kommt mal alle mit, ihr Lieben. Hier, dich auch. Können wir mal hier, zack. Na, 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 na. So, versuche ich mal so ein bisschen Reihe und Glied zu schlagen. Das ist halt blöd, dass man die nicht irgendwo festbacken kann, alle. So wie die das da gerade von sich aus schon machen. So, irgendwo ist noch einer. Es sind sogar zwei. Haben sich versteckt hier unten, die Guten. So, ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Der hat leider keine Leiter fallen lassen. Dann muss ich eben die Leiter hier oben nehmen. Was wäre eigentlich gewesen, wenn ich jetzt hätte rausgewollt? Ich bin ja gezwungen gewesen, die Leiter nach unten zu nehmen. Au. Weil die halt genau vor dem vom Ausgang gespawnt ist. Na toll. Soll ich jetzt schon wieder die Leiter von manuell suchen? Und eine Gummigurte. Ja, Leiter. Oh, ernsthaft. Ich habe keine Lust mehr auf Mumien-Levels. Natürlich hat einfach mal ein bisschen verfeinertes Quarz dabei. Hier haben wir noch ein Topal. Topal, Topal. Topal, Topal. Topal, Topal. Geh weg. Lass mich. Ich habe nichts getan. Ich kann nichts dafür, dass du verflucht worden bist. Ach nee, das waren ja die Schleime, die verflucht waren. Ich will hier nur runter. Danke. Oh, wirklich. Oh nein. Au. Oh, 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 oh. Eins. Oh, 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 oh. Das war jetzt gerade ein bisschen knapp. Da kamen dann doch ein bisschen viele auf einmal. Toll. Die Geister sind hier heute wohlgesonnen. Zumindest habe ich mal jetzt wieder eine Höhle ohne Mumien. Ja, komm, nehmen wir den mit. Was sehe ich denn da? Was Vermögen meiner Adleraugen wahrzunehmen? Ein Loch im Boden. Bam, bam, bam. Natürlich noch. Ciao. So einen richtig fetten Blob. Meine Lieblingsspeise. So, hier ist noch eine. Da war eine. Wie sagt man das? Ein Wundervorkommen. Weil es immer was anderes sein kann, was drin ist. Das ist wie so eine Schultüte. Man weiß nicht, was drin ist. Normalfall zumindest. So, vier Ebenen. Naja. Au. Wie er auf dem Hosenboden gesessen hat. Was? Wow. Alter, was? Was war das denn gerade? So, erstmal hier wieder eine ordentliche Portion Mayonnaise reinkippen. Ist klar, kommt die doch einfach mal mit einer ganzen Bataillon an Drachen angeflogen. Ist gar kein Problem.
Und noch Nachzügler. Hat den Bus verpasst. So, ich sehe es schon kommen. Wir müssen wieder manuell suchen. Bam! Zweimal hat er gekrittet. Nice. Na, na, na. Na, 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 na. La, 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 la. Ha, endlich mal wieder eine Musik. War ja so ernüchternd ohne Musik. So. Wir haben es 22 Uhr. Wir müssten langsam aber sicher mal zurück. Hey, Ruby? Ebene, wenn wir keine Treppe oder sowas hier finden, was wir auch nicht tun, dann gehen wir zurück. Ciao. So, und jetzt noch alle Bäume fällen. Nein. Wir fahren wieder zurück. Da links sind noch Blümchen, sehe ich gerade. Na egal. Werden uns nicht arm machen. Wahrscheinlich ist genau da ein seltenes Artefakt, was wir noch nicht haben, drunter. Können wir noch mal eben ein bisschen einsortieren bzw. aussortieren, trifft es ja besser. Was brauchen wir denn davon nicht? Hier diese Zwergenschiffrolle zum Beispiel. Die Weißalgen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die restlichen Sachen, die können wir zumindest noch in unsere Kisten einsortieren. Portion Diamanten ist wieder fertig. So, das kommt hier rein, genauso wie der würzige Aal. Hier sind ein paar Bomben drin. Wenn wir hier, kommt erstmal ein ganz gut Gedönsel hier rein. So, das ist perfekt. Zack, zack, zack. Zack, zack. Bisschen Monster-Loot. Monster-Loot. Da muss ich jetzt gerade an die Hero Turtles denken. Strange. So, da wir hier nochmal raus müssen, können wir nochmal hier die ganze Spur Diamanten mitnehmen. Tut ja niemandem in der Seele weh. Um nämlich die Omnigionen wegzupacken. Die wir natürlich bei Gelegenheit dann auch nochmal aufknacken können, weil vielleicht haben wir Glück. Das hat gerade nicht so funktioniert. So, guten Tag. Puh, gerade mit meinen Hausarbeiten fertig geworden. Jetzt können wir ein wenig Zeit miteinander verbringen. Erzähl mir von deinem Tag. Punkt, Punkt, Punkt. Tschüss. Ich geschlafen. Alles klar. Gut 15.000, die wir jetzt eingenommen haben. Das ist in Ordnung für Winterverhältnisse. Also, die Diamanten haben sie jetzt natürlich rausgehauen wieder. Heute hat die Lea Geburtstag. So. Da hast du heute Zeit mit Siki verbracht? Ich möchte einen Kuss geben. Ich möchte dir einen Kuss geben. Schatz, warum zeigst du mir die kalte Schulter? Ja! Warum zittert die denn so? Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Das war jetzt gerade strange. Wahrscheinlich war sie so erpicht drauf, mir einen Kuss zu geben, dass sie sich vor Aufregung gar nicht mehr halten konnte. Ach, das ist meine Frau. Packen wir jetzt erstmal weg hier die erstmal Iridium-Erze wieder und ein paar Käse. Gut gereifte Käse. Sagt man das so? Gereifte? Geriffene? Ja, geriffene vor allen Dingen. Gut, wir sammeln eben schnell die Erzeugnisse des Tages ein. Dann schaue ich nochmal, ob wir eine Quest haben. Wahrscheinlich gibt es heute keine, die gibt es glaube ich immer noch alle zwei Tage. Und wenn dem so sein sollte, dann würde ich den Tag auch mal wieder abkürzen. So, Milch.
Kaffee. Im Zweifelsfall immer Kaffee. Ja, mehr gibt es im Moment nicht. Ist traurig, aber naja, was soll man machen? Hier wieder eine Spur Käse und Mayonnaise. Kann man die eigentlich auch so essen? Nein. Verstehe ich gar nicht. Schattenmayonnaise geht, aber alle anderen nicht. Ja, wir konnten ja auch Kaffee trinken, um unsere Geschwindigkeit zu erhöhen. Da war ja was. Aber ich glaube, das hält nur sehr kurzfristig an. Da müssten wir uns dann schon alle jede Stunde im Ingame einen Kaffee reinkippen. Und da habe ich ehrlich gesagt auch relativ wenig Lust drauf. Okay. Gucken wir nochmal eben nach unserem Sohnemann. Aber ich glaube, der ist hier... Ja. Oh, er hat sich gedreht. Siegfried schläft. Eigentlich unlogisch. Kleine Babys, die können doch nur auf dem Rücken liegen, dachte ich immer. War da nicht mal irgendwas? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der Baby-Experte, muss ich gestehen, aber... Ich meine, so kleine Babys, prähistorisches Werkzeug. Oh, haben wir schon. Ich meine, die können doch nur auf dem Rücken liegen. Ernsthaft, da ist so ein kleiner Schneebuppel und da kommt er nicht drüber. So, heute gibt es nichts. Alles klar. Dann können wir ja auch unser Haupt in Kissen hüllen. So, was wir brauchen können, dann kann das weg. Brauchen wir das noch oder kann das weg? Jetzt geht das wieder. Okay. Gut, 20 vor 10 morgens. Wir gehen schlafen. Wow. Das ist ja ein halbes Vermögen, was wir bekommen haben. Wobei, wenn ich das an einem Tag bekomme in Euro, würde ich nicht nein sagen. Ist nicht eigentlich noch irgendein Fest gewesen? Ach, morgen war das, genau. Da war ja was. Stimmt. Fest des Wintersterns. Wir mussten doch, glaube ich, dem Elliot was schenken. Keine Angst, Siegfried oder Siegfried heute. Ja, okay, die hat scheinbar noch ihre Standard-2-Sprüche. Hast du Zeit mit Siegfried verbracht und ich füttere Siegfried. Alles dreht sich nur noch um Siegfried. Aber hey. Komm, ich bin klar. Bin am meisten ein bisschen Diener geschlagen, aber guck mal. Ein bisschen Kürbissaft. 2 Sternfrüchte. Zack, zack. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen diesmal eine Runde Mais. So. Die Sachen können wir alle verkaufen. Die sind ja sowieso legendär gewesen, die Säfte, die Kürbissäfte. So, hallo Kidmar, morgen findet das Fest des Winterstern statt. Also das Fernsehen erinnert uns, der Kalender erinnert uns, der Bürgermeister erinnert uns. Wie sollen wir denn bitte so etwas in-game vergessen können? Und es ist ja auch nicht so, dass wir noch eine Pop-Up-Nachricht bekommen, die uns auch nochmal daran erinnern würde. So, dann haben wir alle Eier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, wir haben alle. Wir könnten natürlich auch nochmal wieder die Tiere streicheln, aber nee. Aha. Oh, Blumenkohl ist auch fertig. Der Blumenkohl sieht ehrlich gesagt nie immer so 100% fertig aus. Bei den Melonen sieht man es ja sofort. So. Pflanzen wir direkt nochmal wieder eine neue Rutsche an. Hallo? Blüh.
Würfelchen. Zack. So eine krumme Zahl. 5 Melonen. Ja gut, das hängt ja so ein bisschen mit den uralten Früchten zusammen, die so aus der Historie heraus entstanden sind. Achso, ich könnte mal eben gucken wieder. Oh, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Dann nehmen wir das auch nochmal mit. Hier sind doch bestimmt auch wieder ein paar Früchte. Ja, ein ganz paar. So, Äpfel gibt es sogar 2. Wer ihn aufgenommen hat, hat er sich einfach mal verdoppelt. Das passiert halt manchmal. Können wir auch nichts für. So, dann wieder 2-mal hier, 1-mal hier und 1-mal hier. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Ja, haben wir alle Maschinen mal am Laufen. Auch nice. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass unsere Tiere nicht so glücklich sind, dass sie lila Sachen ausspucken. Das wiederum ist natürlich dann bedenklicher. So. Same procedure as every day. Die Sachen reinschmeißen. Und dann gucken wir nochmal wegen einem Auftrag. Ist halt nicht viel Abwechslung momentan. Ich bin auch ganz froh, wenn wir morgen wieder Stern des... Festes Wintersterns, so heißt es. Stern des Wintersterns. Feiern können. Toll, hat ja sehr viel gebracht. Weil wir einfach dann die Möglichkeit haben, ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Was? Wieder keine Quest? Na toll. Es gibt so selten welche. Dann schmeißen wir die noch rein und gehen wieder schlafen. Wie gesagt, wir rennen da jetzt so ein bisschen durch. Müssen wir eben kurz nach dem kleinen Siegfried schauen. Hallo Siegfried. Siegfried schläft. Ich frage mich, wie lange das dauert, bis der halt ein bisschen größer wird. So, ab ins Bett. Oh, da oben fährt der Weihnachtsmann. 17.500, alles klar. Ba, 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 ba. Fest des Wintersterns. Ich glaube, um 9 Uhr fängt das an. Hast du jetzt halt mit Siegfried verbracht. Ich fand es irgendwie cooler, als sie noch mehrere Sprüche drauf hatte. Neutral, ganz ehrlich, das kann mir heute relativ egal sein. Einmal Ohrkratzen. Zack. Achso. Zack. Professionell rausgenommen. Solchen Schierschmuck. Wir brauchen mehr Fässer. So, einmal die Aufgaben des Tages. Ach ja. Wir müssen ja die Zeit bis 9 Uhr ein bisschen rumkriegen. Und dann streichle ich nochmal wieder die Tierchen alle. Habt ihr alle fein gemacht, habt ihr super gemacht, ihr seid die Besten. Was gewesen. Ich werde schon paranoid in diesem Spiel. Schwein steht wie angewurzelt und bewegt sich nicht. Und wieder eine Rutsche. Melonen sind fertig. Alles klar. Und nicht nur die, auch Kaffee gibt es wieder. Erdbeeren. Dam, dam. Dam, dam. Marmor, ups, Stein und Eisen bricht. Aber unsere Felder nicht. Nee.
essen, du sollst es einfach da reintun. Warum will er nicht mal essen? So. 8 haben wir genommen, 11 kommen wieder rein. Ist ein ganz gutes Tauschgeschäft. Dann sagen wir natürlich noch einmal hier unseren lieben Schweinchen guten Tag. Die Schleime müssen wir glücklicherweise nicht streichen. Das wär's doch noch, wenn wir die in diesem ganzen Wust auch noch jeden einzelnen Schleim einmal streicheln müssten. Um Gottes Willen. Wie sieht's hier aus? Na, Sparschwein hat noch 4,5 Herzen. Also wir werden nicht mehr ganz so sehr geschätzt wie noch vorher. Festes Wintersterns hat begonnen am Stadtplatz. Da gehen wir auch gleich hin. Ich mache hier eben noch mal schnell die Gedönsel hier fertig. Das dauert nicht allzu lange. So. Haben wir vergessen, ein Ei aufzusammeln? Tatsache. Da ganz hinten in der Ecke hat sich's versteckt. Da noch so ein olles Silbernes. Weißt du, da kannst du doch nicht mehr als nur Mayonnaise draus machen. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. So, die Wolle können wir besser so verkaufen. Genauso wie das meiste andere, was ich so im Inventar habe. Ich glaube, wir schenken dann dem guten Elliot mal eine Hasenpfote. Die mag er ja gerne. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, den Leuten ihre Lieblingsgeschenke zu schenken. Aber probieren wir es einfach mal aus. So, das hier rein, das hier rein, das hier rein. Dann hier die Tiererzeugnisse und eine Hasenpfote nehmen wir raus. So, ich gehe dann schon mal, Schatz. Gab es eigentlich einen Shop? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht, oder? Ah. So, wo ist denn die Haley? Da steht sie. Ich? Oh, ich bin dankbar für... Ich werde es dir zeigen, sobald wir zu Hause sind. Bitte was? Ich verstehe. Ich sehe, wir sprechen dieselbe Sprache, mein Schatz. Was würdest du gerne dieses Jahr im Seelenbaum finden? Eine Gießkanne, einen Krug voller vollem würzigen Met, ein paar stylische Stiefel. Ja, die Stiefel wären geil. Ah, okay, das wäre ein großartiges Geschenk. Der Elliot ist da. Geben wir mal ihm das Geschenk. Elliot sein geheimes Geschenk geben. Ja, eine Hasenpfote. Oh, du bist es also. Oh, Hasenpfote, danke. Und wer ist unser Wichtel? Ach, die Emily. Hat noch einen fetten Korb von uns bekommen. Yay, aber gibt uns ein Geschenk. Wahrscheinlich ist da einfach nur Dung drin oder sowas. Hey, Kidma, ich bin dieses Jahr dein Wichtel. Weil dieses aufgesetzte Lächeln. In Wahrheit würde sie uns doch am liebsten sonst was schenken, geben, was auch immer. Ja, pack es aus. Wie sie sich freut. Wenn sie jetzt auch noch wegrennt, dann würde ich echt vorsichtig sein. Oh, Teegeschirr. Du erhältst Teegeschirr. Ja, nice. Das ist mal was richtig Geiles. Nicht so dieses ein Bier oder irgendwie, keine Ahnung, ein Kürbis und so, irgendwas Sinnloses. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was Nices. So, dann würde ich sagen, wir stellen uns doch gleich mal zu Hause irgendwo hin. Na, dann können wir sagen, wir haben ein Geschenk von deiner Schwester bekommen. Ja, das Fest endet, wenn ich verlasse, ist okay. Sofort 22 Uhr. Können wir das hier noch auf den Tisch stellen? Geht das?
Hier geht's nicht. Geht das hier drauf? Ja, hier wird es drauf gehen, aber ich würde vielleicht dann doch lieber sagen, das weg, das drauf und die Pflanze, die würde ich dann lieber... Na, kann ich die nicht hier draufstellen? Doch, geht. Alles klar. Dann stelle ich die nämlich hier lieber auf den Wohnzimmertisch. Ich finde, das sieht schöner aus. Wir haben ja sowieso schon zwei Pflanzen neben dem Sofa stehen. Hier das Eichenharz, das können wir noch wegschmeißen. Ist schöner, als wenn da jetzt irgendwie so ein Teegeschirr mitten auf so einem kleinen Tisch steht. Kann man jetzt auch drüber streiten sicherlich, aber naja. Alles klar. So. Kann ich mit dir reden? Nein. Ins Bett gehen? Jo. So, Kätzchen ist bei Siegfried. Kätzchen passt auf Siegfried auf. Lieber Artinoviel. Knapp 5000. Okay.